Hi Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15, der mittlerweile schon 48. Und ich glaube, so langsam endet das Spiel bald. Wir sind auf jeden Fall im Kapitel 14 und werden jetzt, denke ich mal, zu einer der letzten Hauptquests starten. Wenn wir diese Quest starten, können wir leider nicht mehr zurückkehren, hat er uns vorher gesagt. Wir haben uns also vorher auch schon eingedeckt mit Waffen, Tränke und so weiter. Heiltränke sind komplett auf Maximum. Es geht nicht mehr. Ich kann ja nochmal schauen, ob ich mir noch so Elixiere nochmal zusätzlich hole. Ich habe ja eh genug an Kohle. Tachchen. Kaufen wir doch nochmal Phönixfedern. 10 Stück. Kaufen wir Super Elixier. 30 Stück. Kaufen wir super Tränke. Machen wir die voll. Ja. Und Elixiere knallen wir auch mal. Ja, komm. Okay, das müsste eigentlich reichen. Da haben wir uns noch ein paar rein. Ich weiß ja nicht, was da für Dinger kommen noch. So, Jungfernkuss. Äther. So. Okay, müsste auf jeden Fall jetzt reichen. Wir haben jetzt von allen Verbrauchsgütern gut dabei, würde ich sagen. So viel werden wir wahrscheinlich eh nicht benötigen, denke ich. Aber lieber haben wir ein bisschen zu viel dabei, wie dann zum Schluss bei einem Kampf zu wenig. So Leute, dann starten wir mal. Reden. Ich hoffe mal, das ist auch hier. Kannst du mich jederzeit fragen? Oh. Will ich nicht. Das andere. Hä? Hoffentlich passiert euch nichts. Seid ihr nach durchs Haupttor nach Unsomnia begeben? Muss ich jetzt zu Fuß hinrennen oder was? Alter, wo muss ich denn hier hin? Ich bin hier. Wo muss ich denn hier hin? Jetzt warte mal. Zeigt uns dorthin. 5 Kilometer. Also, wir schauen in diese Richtung. Da oben, oder was? Wie sollen wir denn da hinkommen? Hier haben wir aber doch kein Auto, oder? Ah, hier müssen wir raus, oder? Nach Unsumnia gehen. Jawohl. Ich hatte eigentlich gedacht, der andere fährt uns jetzt dorthin. Also dann, langsam sollten wir uns bereit machen für den Aufbruch. Zeit, unsere Kampfkluft anzulegen. Tragen wir sie mit Stolz. Ja, zieht die Bäuche ein, Männer. Kampfkluft? Kriegen wir neue Rüstung? Das wäre mal nice. Wir haben eigentlich gar keine Rüstung bis jetzt bekommen, groß, also hier so ein Schrott halt. So, was haben wir denn jetzt hier? LP-Maximum, IP-Gewinn, LP-Maximum, Schutz vor Gift, Magie plus 100, Angriff 100, LP-Maximum 400. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Komm, wir essen die Suppe hier. Gibt uns Angriffskraft 100, Magie 100 und LP Maximum 400. Das ist so ziemlich das Beste, was wir derzeit kochen können. Rührei mit Krebsfleisch.
Unser letztes Essen wahrscheinlich. Nach 10 langen Jahren ist Noctis wieder mit seinen Freunden vereint. Ein letztes Mal zelten die vier, bevor sie nach Unsomnia aufbrechen, wo der erwählte König die Welt vor der Dunkelheit befreien will. Dann hoffe ich mal, dass wir das schaffen. Und dass die Stufe 50 auch ausreicht dafür. Wow. Das sieht schon nice aus. Wir sind zurück in der Heimat. Ja. Alle komplett in Königsgewand hier anscheinend. Ein bittersüßes Wiedersehen. Und wie? Nur noch ein Stück bis zur Zitadelle. Ja. Den Ring der Macht. Der eine Ring. Jetzt bringen wir es zu Ende. Bereit, Freunde? Ja. Ist eine Weile her, seit wir zu viert gekämpft. Ignis, Licht kannst du wahrnehmen, oder? Ja, aber nur schwach. Meinst du, du wirst den Sonnenaufgang spüren? Bestimmt. Ein Glück. Okay, 600 Meter. Hier könnten wir übernachten, aber... Wie sieht denn überhaupt die Karte aus? Hier sieht man gar nichts von der Karte. Die müssen wir wahrscheinlich komplett selber aufdecken. Was ist das da für einer? Ade! Nach einem echt harten Rücken aus. So. Boah, der ist 72, Leute. Wie soll ich den schaffen? Nee, da rennen wir vorbei. Ich hoffe, dass ich hier vorbeirennen kann. What the fuck? Okay, wir rennen mal weiter. Und beschwören. Vielleicht knallt er den ja weg. Hat er wirklich überlebt, oder? Radio. Warum so nett? Weil du es bist. Das hat er komplett überlebt. Na, wir gehen weiter. Den schaffen wir nicht. Gibt's hier einen anderen Weg? Hier ist eine Unterführung. Okay, wir müssen hier runter. Alter, der hat ihn vielleicht die Hälfte abgezogen vom Leben. Okay, Stufe 72 ist schon krass. Wir sind Stufe 50. Ja, stimmt. Hier sind wir oft lang gelaufen.
Damals war die Ich hoffe mal, dass die Endbosse nicht so krass sind. Ich sorge dafür, dass es wieder so wird. So, gehen wir noch hier entlang. Ich spüre Feinde. Hammer, Ignis, du liegst wie immer richtig. Sei vorsichtig. Los, machen wir sie fertig. Genau der richtige Gegner. Los. Okay, das geht nicht. Stirb, du Vieh! Ignis sieht nicht besonders schön aus. Okay, ich glaube, dass der Warp-Angriff schon fast besser ist, bei den Gegnern wie der Ring. Bald sind wir da. Nicht mehr lang. Dann irgendwie werden meine Beine auf einmal ganz schwer. Komm schon, Gladio. Lass mich jetzt nicht hängen. Oh, das ist auch so ein riesen Drache. Euer Majestät. Da sind so Schleimviecher. Viecher. Okay, lass uns aber. Bleibt wachsam. Ehemut König. Sind geschärft. Okay, der zieht nicht viel ab. Er hat aber nicht mehr viel. Also er hat schon noch viel, aber... Wow, okay, der war nicht schlecht.
Wir wollen mal Muskeläther, und zwar geben wir die mal Gladius. Machst du gleich mal deine Combo. Okay, er ist down. Ging eigentlich der Kampf? Hat er was fallen gelassen? Nee. Wir haben's immer noch drauf, Leute. Klingst, als wärst du ein Mit-50er. Okay. Zur Zitadelle begeben. Hier gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit, die Zitadelle zu betreten? Jawohl. Ich hoffe mal, dass unsere LP noch hochgehen, bevor es hier weitergeht. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Trank verschwenden dafür. Genau, hier war das damals, wo uns der Vater verabschiedet hat von Noct, wo wir ins Abenteuer gestartet sind. Arden. Und nun Bühne frei für den Feuergott. Ifrit ist das misanthropische Gegenstück zur menschenliebenden Eisgöttin. Er wollte euch unbedingt begrüßen kommen. Genießt die Show. Ich warte im Thronsaal auf euch. Wow. Ifrit. Wir wollen trotzdem mal Magie. Und zwar wollen wir... Wenn es ein Feuergott ist, brauchen wir natürlich Eis. Wir nehmen einmal das da. Schließen. Eis. Und wir geben Gladius. Auch Eis. Genau. Haben die anderen denn was drin? Nee. Nee, komm, wir geben Prompto auch mal Eis. Haben wir noch Eis? Ne, wir haben kein Eis mehr. Okay, dann lassen wir das so. Warte, dir wird das Lachen schon bald vergehen. Alles okay? Wir brauchen einen Plan. Verstecken wir uns. Wo denn? Lockt, hier lang. Schnell! Er greift wieder an! Er kommt!
Neuer Versuch. Ich geb dir Deckung. Hier. Okay. Auf ihn. Alles okay noch? Ja, wieso? Du musst ja doch ein weiches Herz groß haben. Einer muss ja auf euch aufpassen. Relay down. What the fuck? Hey, Herr Mut. Ultima Schwert. Komm, mach einen Dumper her. Keine Zeit zum Verschnaufen.
müssen durchhalten. Ja. Wie sollen wir bloß ein Feuer löschen? Komm, den haben wir doch gleich. Sieht doch gut aus. Beschwören mal. Shiva. Das Gegenstück. Wir würden jetzt eineisen. Geil gemacht. Richtig geil gemacht jetzt. Er ist zu Staub aufgegangen. Zu Staub zerfallen. Hat sie mit dir gesprochen? Sie sagt, ich soll das Licht zurückbringen. Dazu kommen wir gleich. Ganz genau. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Sind wir doch schon wieder knapp 30 Minuten und danach werden wir zum Thronsaal gehen und ich denke mal, dass es dort den Endboss gibt, Adin. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen, ein Like oder einen Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns dann bestimmt in der nächsten Folge zum finalen Endkampf von Final Fantasy 15. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird richtig, richtig spannend jetzt. Gut, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Let's Plays. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.